In der Geschichte der Formel 1 gab es bereits einige Fälle, in denen die Regeln zugunsten des Erfolgs umgangen wurden. So zum Beispiel Michael Schumachers Unterboden 1994 oder der inszenierte Unfall von Nelson Piquet Jr. 2008. In diese Liste reiht sich nun auch der Fahrer Peter Smits ein. Ironischerweise ist es gerade eine Situation, in der Smits ausschied, die sein regelwidriges Verhalten aufdecken soll. Beim großen Preis von Belgien ist der von Smits gesteuerte Mercedes nach dem Durchfahren der Eau Rouge links von der Ideallinie abgekommen, verlor Grip, passierte die Strecke und knallte mit 265 km/h in die rechts anliegende Streckenbegrenzung. Infolge des Aufpralls war der Mercedes fahrunfähig und Smits schied aus dem Rennen aus. Betrachtet man vergleichbare Crashes, so ist ein Ausscheiden normal. Das Merkwürdige an diesem Fall ist, dass der Mercedes fahruntüchtig wurde, weil die Radaufhängung des linken Hinterreifens gebrochen war. Bei ähnlichen Unfällen war es aber immer die Radaufhängung, die auf der Seite des Einschlages gebrochen war. Bei Smits war diese nach dem Unfall jedoch immer noch funktionsfähig. Dank der Hilfe unserer Kollegen, die an Sportsleaks arbeiten, konnte eine Verbindung zum ehemaligen Rennfahrer Dennis Bram hergestellt werden. Bram wurde aufgrund von wiederholtem, aggressiven und gefährdendem Verhalten von allen offiziellen Veranstaltungen der Rennorganisation gesperrt. Warte, den Snack jetzt von der Map runter, ey, den Wichser! Du Ruhrkind! Bam, Junge! Fick dich! Ja. Zurzeit nimmt er nur an Rennen der nicht zugehörigen Trackmania Series teil. Viel interessanter als das ist dabei seine Verbindung zu Smits. Hauptsponsor von diesem ist das Unternehmen Brams.com. Das Unternehmen, das offiziell sein Geld mit sogenannten Russian Gay Porn verdienen soll, war es, das Smits seine Formel 1 Cockpits finanziell ermöglichte und hält nach Leaks-Berichten die Marken- und Gehaltsrechte an Smits. In den Berichten wird ebenfalls enthüllt, wer die treibende Kraft des Unternehmens ist: Dennis Bram. Weiterhin konnte ein interessanter Geldtransfer aufgeschlüsselt werden. Empfänger dieses Geldtransfers ist ein Mann, der unter dem Pseudonym Zepieux bekannt ist. In der Hacker-Szene machte er sich einen Namen, dadurch, dass es ihm als erstem gelungen ist, einen Hack zu veröffentlichen, der alle Pokémon in Pokémon Go freischaltet. Wir konnten ein Treffen mit diesem Herrn organisieren. Laut seiner Aussage soll es ihm gelungen sein, einen Code in den Bordcomputer zu implementieren. Dieser soll dazu führen, dass die Radaufhängung massiv wie ein Fels ist, solange der Bereich Kontakt zu einer Mauer hat. Mit diesem Kenntnisstand betrachten wir den Unfall erneut. Smits schlägt in einem Winkel von 50 bis 60 Grad in der Mauer auf. Die rechte Vorderradaufhängung schlägt an der Mauer auf und bleibt intakt. Als nächstes drückt die Gehkraft die Hinterseite von Smits Mercedes in die Mauer. Auch hier bleibt die Aufhängung des rechten Hinterreifens voll intakt. Durch die Energie des Aufpralls und der nicht nachgebenden Mauer wird Smits Mercedes in die entgegengesetzte Richtung weggeschleudert. Nun passiert es, die Radaufhängung des linken Hinterreifens bricht, also an einem Reifen, der keinen Kontakt zu einer Mauer hat. Der Wagen ist fahrunfähig, eine Seltenheit bei den vielen Vorfällen, in denen Smits eine Mauer berührte. Ein komplett atypisches Schadensbild und ein Muster, das sich über die Saison erstreckt, das nur logisch erscheint, wenn die Behauptungen des Hackers Zepieux zutreffen. Doch wieso bleibt das Vorgehen von Smits und Bram ungestraft und wird von der Rennorganisation höchstens stiefmütterlich behandelt? Eine mögliche Erklärung: die Verbindung nach Brüssel. Das Netz um Smits und Bram verfügt über bedeutende Bekanntschaften zum EU-Parlament und verheimlicht diese nicht einmal. So wurden von Smits selbst Bilder mit namhaften Abgeordneten bei einem Aufenthalt in Brüssel verbreitet. Von eben diesem Tag stammt auch Bildmaterial, in dem sich Smits darüber freut, dass ihm seine Verbindung ein allein für ihn gebuchtes Flughafenterminal bescherten. Darüber die Aufschrift "Can't see the haters". Ein Seitenhieb an alle, die versuchen, seine Machenschaften aufzudecken. Smits und Bram, das neue Supernetz der Formel 1. Doch wer kann sich stoppen? Betonmauern auf jeden Fall nicht. Ach ja, er hat auch einmal einen Mann auf einem Krankenhausdach erschossen.